Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Ja, letztes Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, haben wir ja hier dieses Buchenholz eingestapelt. Ich verlinke euch das hier oben mal in der Infokarte. Da haben wir ein Video zu gemacht. Und dieses Jahr ist das Holz schon trocken. Also es liegt noch nicht mal ein Jahr hier. Und das Holz ist wirklich schon trocken und wir verheizen das jetzt. Also man staunt wirklich, wie schnell es abtrocknet, Buche. Birke genauso. Eiche haben wir auch welche gemacht, die ist überhaupt noch nicht trocken. Also Eiche braucht echt lange, um durchzutrocknen, wahrscheinlich 2-3 Jahre. Ich vermute mal eher 3 Jahre. Aber bei Buche und Birke haben wir die Erfahrung gemacht, das geht echt sehr schnell. Ja, und ich vermute mal, das liegt daran, dass wir jetzt wirklich die letzten 2 Sommer richtig gute Sommer hatten, vor allem warme, trockene Sommer. Und ich denke mal, da zieht dann hier der Wind ganz gut durch und der trocknet das dadurch sehr stark ab. Ja, und wenn das im Teil sehr feuchter Sommer ist, dann denke ich mal, braucht man auch 2 Jahre, um das abzutrocknen. Aber dadurch, dass es wirklich schön trocken war, ging das im Teil recht schnell. So, wollen wir mal anfangen. Erstmal hier den Kadaver rausnehmen aus der Schubkarre. Ah, komm mal her. Und so, ne, Honi? Genau, wir haben das ja auch so gemacht, dass wir beim Einstapeln haben wir wirklich so viel Luft gelassen zwischen jeder Reihe und dadurch trocknet das natürlich umso besser. Gut, wir sammeln jetzt mal ein bisschen Holz heraus und hier so schöne Filetstücken, die packe ich jetzt erstmal beiseite, weil wir müssen noch Anmachholz hacken heute. Ja, das Holz, wie man hier sieht, das ist wirklich sehr schön abgetrocknet, keine Stockflecken, kein Schimmel. So. Wunderbares Holz ist das. Nur hier vorne im Teil, wie man sieht, hier an der Reihe, wo es immer so ein bisschen feucht geworden ist vom Regen, wenn er da mal gegengefallen ist, da hat er ein bisschen ja, Schimmel angesetzt, aber das ist auch nichts Ernsthaftes. Ja, jetzt haben wir hier noch unsere Filetstücken dann für das Anmachholz. Packen wir auch noch rein. Dann hacken wir nämlich erstmal Anmachholz. Das